Moin Leute und willkommen zu einer neuen Folge von League of Legends. Heute ist ein anderes Spiel dran, deshalb sind wir auch hier noch im Launcher. Und zwar gibt es bei normales Spiel, klassisch, gewundener Wald, einen neuen Modus, zumindest ab Level 7. Den Modus gibt es natürlich schon ein paar Wochen, Monate, was auch immer. Ja, aber das ist ein neuer Modus für uns jetzt zumindest. Ich gehe in die Warteschlange und ich erkläre euch dann in-game, wie es so abläuft. So, jetzt sind wir endlich in-game. Hier seht ihr schon unsere Champions. Hier oben haben wir jetzt auf jeden Fall den Shop, da können wir uns wieder unser Standardzeug kaufen. Zwei Healpots müssten reichen. So, und ich gönne mir jetzt... Ne, ich laufe erstmal los. So, hier hinten ist auf jeden Fall unser Spawn. Hier, Sekunde, mache ich anders. Hier ist unser Nexus, da ist ein Turm davor, Inhibitor und wieder Turm und noch ein Turm und noch ein Turm. Ja, aber das ist auf jeden Fall das gleiche Prinzip wie eigentlich die Kluft der Beschwörer, what the fuck. Nur halt, da es eine andere Map ist. So. Das heißt, wir skillen wieder unser Zeug. Hier gibt es auch noch so... Ja, was weiß ich, was das ist. Das kommt dann später auch nochmal im Chat. Und das gibt auf jeden Fall auch noch einen Bonus. Hier auf der Map, also auf dem Spielmodus, zocken meistens entweder Noobs. Also Noobs oder Bots oder sowas. Oder eben die, die tryharden wollen. Ich probiere jetzt hier einfach mal zu tryharden. Und bin jetzt mal hier oben. Knarr ist da unten. Dr. Mundo chillt in Base. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es keine Bots sind. Dass die auch gut spielen. Und ja. Sind auf jeden Fall drei Gegner. Weil man natürlich auch ein Team von drei hat. Ja, ist logisch. Okay. Alles klar. So. Wir haben... Ja, Standardzeug von dem, was wir eigentlich immer haben. Hier kommen unsere Vasallen. Alles gut mit dir? Jawohl. Ich weiß jetzt nicht. Okay, es sieht nicht danach aus, als wäre es ein... Okay, doch, sieht danach aus. Lol. Okay, nee, sieht nicht danach aus, als wäre es ein Spieler. Nee, ich glaube, das ist ein Bot. Mein Kill. Ja. First Blood, das ist perfekt. Dann gehe ich da jetzt mal runter. Nice, Knarr hat auf jeden Fall schon was gemacht. Knarr ist auf jeden Fall ein richtiger Spieler. Also nicht irgendwie ein Bot. Ich komme von da hinten. Hier spawnt später auch noch so ein Heilungsding. Lol. Alles klar. Wann kann ich die Dinger jetzt mal einnehmen? Wird wahrscheinlich noch dauern. Altar, genau. Die Dinger heißen auf jeden Fall Altar. So viel steht fest. Und was macht der Dude? Lol. Die können wir gleich einnehmen. Ich warte jetzt ehrlich gesagt nur darauf. Oder ich helfe erstmal kurz Botlane. Macht im Moment vielleicht mehr Sinn. Lol. Lololololol. Da haben wir auf jeden Fall so ein Heilungsding. Wie schon angekündigt oder angesprochen, wie auch immer man das nennen mag. Ich denke, jeder von euch weiß, was ich meine. Jo, komm da rein. Krieg ich dich? Ich weiß es nicht. Ja, okay, ja. Ihr seht auf jeden Fall, hier spielen nicht gerade die besten Spieler. Ja, okay, haben wir. Wir können jetzt auf jeden Fall hier auf so ein Ding drauf. Dann wird es eingenommen. Und dann gibt es halt irgendwelche Bonuseffekte oder Bonusgold oder was weiß ich, was es ist. So. Das Ding haben wir. Was auch immer das jetzt bringen mag. Lol. Ich bräuchte jetzt mal ein paar XP. Wäre ganz praktisch. Oder ich gehe einfach mal kurz back in die Base, hol mir ein paar Items. Ich meine, ein bisschen was haben wir ja schon gesammelt. Ja, Shop, komm. Boots hole ich mir erstmal noch nicht, ich hole mir erstmal so Zeug. Okay, dann gehen wir wieder Top Lane. Hier gibt es halt echt nur zwei Lanes, Top und Bot. Dr. Mundo wurde getötet, echt jetzt. Von einem Bot. Bot gegen Bot. Sieht zumindest danach aus. Oder Noob gegen Noob, kann auch sein. Oder Bot gegen Noob. Alles klar. Was machen die?
Mann, ey. Ja, aber ihr seht auf jeden Fall, hier trifft man öfter mal einfachere Gegner an. Das heißt, hier kriegt man halt ziemlich leicht Gold im Normalfall und Erfahrungspunkte und so Zeug. So, ich mag das nicht, dass ich hier jetzt schon so gut angehittet werde. Das heißt, ich pushe jetzt erstmal die Lane hier durch. So gut wie es geht halt natürlich. So, Bums. Komm schon, Dr. Mundo. Jo, was geht? Bro, was geht? Der wird sterben. Das meine ich halt mit einfachen Gegner. Ihr seht ja, ich habe den jetzt fast schon wieder getötet. Und so läuft es halt ganze Game so. Und so läuft es halt ganze Game so. Ja, okay. Meinetwegen. Lol, das... Ja. Ich habe gedacht, das war ein Wort, aber... Ihr seht's. Man kann auch im eigenen Team so super tolle Gegner haben. So, aber das sollte jetzt eigentlich nicht hier mein Ziel sein, irgendwie komplett durchzupushen. Frozen, what? Was will der? Was mache ich? Okay, weh, komm und schnell weg. So einfach geht es. Healpot, im Moment werde ich ja noch ganz gut geheilt. Nice Knarr. Der kann auf jeden Fall was. Ist also, wie es aussieht, auch kein Anfänger. Ja, komm, lass mich doch in Ruhe. So. Was du kannst, kann ich auch. Ganz ehrlich. Nee. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein. Ich habe zu spät mein Ding, Heilungsding gedrückt. Mein Ding. Alles Ding. Kennt ihr auch? Ding. Okay, nee. Nicht das Ding. So. Wie sieht's hier unten aus? Statistik. 3-1, 4-1, 0-2. Ja, Dr. Mundo halt. Was will man da machen? Hier seht ihr auf jeden Fall auch wieder hier unten rechts auf der Map. Da ist so ein Plus. Das heißt, hier kann man sich später heilen. Ich werde mal dem nächsten anderen Spielmodus docken, dann werdet ihr das noch besser sehen, für was die eigentlich eingesetzt werden. Aber jetzt sind auch schon wieder fast gar keine Gegner auf der Map, außer hier halt. Jo, was geht? Ja, easy. So, fertig, bam. Hier noch. So, mal schnell was gemacht. Da habe ich jetzt schnell mal einen Pilz hin, falls wieder der Pantheon kommt. Und der Tower ist down. Das sieht man jetzt schon. Jo. Weiter geht's. Ich könnte jetzt auch mal noch ein bisschen Gold gebrauchen. Also Last Hits oder so wären ganz nice. Was macht denn die immer? Ja, lauf noch durch meinen Pilz. Ist ja sowas von unwahrscheinlich, dass ich da einen Pilz hinpack. So, fertig. Hier kann man sich halt wirklich, wie gesagt, ganz einfach Erfahrungspunkte und Zeug holen. Jetzt nehmen wir noch den Altar ein. Und dann seht ihr, sind wir schon ziemlich weit. So, Altar eingenommen. Weiter geht's. Oh, 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 oh. Lol. Nochmal. Wenn es dir Spaß macht. Alles klar. Ey. Reicht jetzt auch mal. Ja, okay. Nice. Knarr kann's. Nein, ich darf jetzt nicht sterben. Oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dem hätte helfen sollen.
Aber ich glaube, der ist auch einfach in den Tower reingerannt. Von daher, ich glaube, es war schon richtig, bevor ich jetzt noch selber drauf gehe. Da habe ich noch weniger Bock drauf. Und ich glaube, so viele Healpots brauche ich erst gar nicht. Leona, Alter. Glaube ich nicht. Da ist sie. Was? 2 zu 6? Gut, kann man mal machen. Das war auch wieder dumm. Nein. So. Bam. Die sind down, das heißt, gleich bekommen die gleich bekommt der Schaden von meinen Minions. Was will man denn mehr? Ey. Oh. Nee, ich geh back. Ist mir lieber. Dann bekommt der lieber gleich wieder ein bisschen Schaden von Minions und Tower und so. Bevor ich jetzt sterb. Aber ihr seht schon, der Dr. Mundo von denen lässt sich das gar nicht mehr blicken. Ist also normalerweise ziemlich einfach. Bei denen ist auch nur Pantheon, der da ein bisschen durchrusht, aber so gut, wie er sich's erhofft, klappt es wohl nicht. Finde ich gut. Bams, erstmal ein bisschen angehittet. Können dem seine Minions... Ja, nice. Das war doch alles, was ich wollte. Bams, Bams, Bams. So, komm. Nice. Hä, der kann das doch gar nicht überleben. Was macht der? So. Jetzt ist er auch mal endlich tot. Mann. Leute gibt's. Bams. Gold. Komm, ich will noch mehr Gold. Ja, gut. Hier wird jetzt sicher auch klar wieder Leona kommen. Aber ist ja eigentlich relativ egal. Wir pushen da jetzt einfach durch. Und dann ist Tower down. Dann kommen wir zum nächsten Tower. Den machen wir auch down. Dann kommen wir zum Nexus. Oder? Ne, dann kommen wir zu noch einem Tower. Und dann kommen wir erst zum Nexus. Genau, so rum irgendwie. Bams, Bams. Ja, der Tower geht eigentlich auch ziemlich schnell down. Wir sind ein bisschen gefeedet. Nun, ganz kleines bisschen. Was macht denn der? Mann, 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 Mann. Ich verstehe das nicht. Hey. Alles klar. Das klappt auch wieder einfach. Die haben einen Altar eingenommen. Da gönne ich mir den. Wenn das gehen würde, warum geht es jetzt nicht? Das finde ich jetzt nicht gut. Ich komme da jetzt aber runter. Ich meine, das ist auch wieder einfacher Kill. So, danke. Ich sehe doch jetzt schon, dass du tot bist. Wir wissen das doch alle. Mach's uns doch nicht so schwer. Bam. So. Mal wieder ein bisschen angehittet. Nehme ich mir das Heilungsding. Komm. Hä, was macht der? Der kann... Ach so, der hat noch sowas. Ja gut, nehme ich einen Healpot. Und dann habe ich den. So, den nehme ich auch wieder ein. Ich weiß zwar leider gerade echt nicht, was das Ding bringt, aber hat auf jeden Fall irgendeinen positiven Effekt auf uns, wenn wir das haben. Ja, okay, Gold haben wir auf jeden Fall ein bisschen was bekommen. Und wieso hat sich da jetzt eine Kette drüber gelegt? Kein Plan. Das haben wir. Ja, das hole ich mir auch noch, komm. Wir haben das Geld, ja. Das da bringt auch ein bisschen Rennen, also ein bisschen Rennen halt. So. Da vorne auf der Karte sehen wir wieder Leona. Die kriegen wir auch wieder. Ich weiß nicht, warum die es eigentlich noch probiert. Ja, easy. Was? Nee.
Ah, gut, ich wollte schon sagen. Hätte das jetzt nicht gereicht. Das wäre heftig gewesen. Ganze Arbeit umsonst. Ne, Spaß. Aber hier können wir jetzt auch wieder gleich durchpushen. Fertig. Und der schreibt die ganze Zeit Frozen, wahrscheinlich. Ist er wirklich ein Bot? Und will einfach nicht als Bot erkannt werden. Hat sich da irgendwas reinprogrammiert. Was weiß ich? Ich habe keine Ahnung. Auch wenn das jetzt so klingen mag. Aber gut. Was mit dir, Dude? Du willst mir doch sicher dein Gold geben. Danke. Oh, die haben einen Altar eingenommen. Jetzt arg schlimm für uns. Da kommt wieder ein Pilz hin. Falls also gleich Pantheon da ankommen sollte, ist er ziemlich schnell down. Hallo, alles klar. Jo, danke. Und Tower. Der Tower ist jetzt ein bisschen anders. Der schießt ein bisschen schneller, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, aber ihr seht schon, der Tower ist auch schon wieder bei Hälfte vom Leben. Und dann sind wir gleich schon beim Nexus. Und der schreibt wieder Frozen. Was ist denn mit dem? Der ist auch so ein Frozen. Ja, okay, Tower down. Jo, easy. Dann die Kanone. Bam, bam, bam. Die Viecher. Oh, da kommt Pantheon. Dann komme ich mal wieder Botlane. Gerade weil ich Bock habe. Zu zweit kriegen wir die auf jeden Fall down. Ist ja kein Problem. Danke, mein Kill. Was macht denn die? Nice, jawohl. So, will einer durch den Pilz laufen? Jo, perfekt. Alle schön vergiften, Bums. Dann pushen wir mal kurz Bot durch. Oh, der holt ein Alter. Mensch, Mensch, Mensch. Dann gönn ich mir kurz Heal. Ah, okay, das heißt, für 90 Sekunden hat er den Save eingenommen. Oh, lol. Alles klar. Ich glaube, den musste ich jetzt echt healen. Oh. Okay, schnell Tower. Der ist ja auch ziemlich schnell down. Gut, weiter geht's. Das ist halt echt ein geschenktes Spiel. Kann man einfach nicht anders sagen. Was macht denn der? Bam. Knall ich mir mal wieder einen Healport rein. Knarr? Nee. Wie Pantheon einfach richtig kassiert. So. Lol. Der rasiert die richtig, unser Knarr. So, danke. Ich glaube, Toplane wäre mal wieder eine gute Idee, wenn ich dahin gehen würde. Oder ich komme jetzt einfach von da. Geht ja genauso schnell. Dann rasieren wir die schnell und dann geht's weiter. Ja, der Pantheon schreibt jetzt auch schon My Team. I see. Lol, da wollte ich den Pilz jetzt eigentlich nicht hin. Passiert. Dann gönnen wir uns jetzt den wieder. Gibt ja wieder ein bisschen Gold. Ach so, kann ich jetzt eigentlich auch einfach so stehen bleiben mit Teemo? Ja, okay, kann ich. Denn letztens war das noch ein bisschen blöd. Da war das halt... Letztens war das noch so, wenn Teemo AFK geht und Pantheon kommt. Sieht er mich oder was? Hä? Ja, vergiss es, Pantheon.
Der versucht jetzt echt da irgendein Kunststück. Nein! Ja, GG. Schade. Aber gut, ich muss ja auch mal sterben, also ja, so ist nett. So, das ist weg, das ist weg. Dr. Mundo, Alter. Ey, dazu braucht man nichts mehr sagen. Ich glaube, danach hole ich mir noch Luden's Echo, aber schaut's euch an. Inhibitor ist fast down. Oder zumindest kann man da jetzt locker easy dran. Und den Down kriegen, wie auch immer. Leona. Ist einfach wirklich geschenktes Game, wie gesagt. Rennen wir dahin. Und gerade wenn ihr mal zwischendurch eine Runde zocken wollt, aber nicht irgendwie eine Dreiviertelstunde oder 50 Minuten dran sitzen wollt, ist gerade das, wie heißt denn das überhaupt? Gewundener Wald, genau. Ist das einfach eine gute Alternative. So, Bums, Bums. Ja, was wird denn das? Bam! So. Dann pushen wir jetzt hier durch, holen den Inhibitor. Go! Komm, komm, komm! Wir müssen uns beeilen. Was? Die haben bei uns Schaden angerichtet. Wie haben die das gemacht? Ah, das war Pantheon. Ja, okay. Dann kann es natürlich sein. Und Bums. Inhibitor. Bam. Lol. Ah, da kommen nur Minions. Okay. Hab schon gedacht, was kommt denn da jetzt? Alles Paletti. Lol, kann es sein, dass ich gerade einen Minion gehittet habe anstatt Leona? Es ist einfach sowas von lustig. Jetzt hoffe ich nur, dass Pantheon nichts macht. Da kann ich mir auf jeden Fall ein schönes neues Item holen. 1050 haben wir genau jetzt. Und als nächstes Ludens Echo. Dann ist das Game eigentlich schon fast vorbei. Gerade wenn ich als Teemo zocke, ist ja klar. Wer will schon gegen Teemo spielen? Ich würde gern da unten rum. Ja, danke. Kommt da jetzt Pantheon? Nee. Pass mal auf. Der ist gefährlich, ne? Alles klar. Ja, guck. Achso, das war Dr. Mundo, der gestorben ist. Das ist doch echt lustig. Ich mag so Spiele, wo man einfach nichts zu tun hat. Wenn man es sagen kann. Oh, Pantheon hat ihn gekillt. Dann krieg ich jetzt Dr. Mundo. Easy. was ist denn mit dem Ding? Achso, das gehört schon uns. Oh, alles klar. Da brauche ich da nicht mehr hingehen. So, Minions, get down. Eigentlich hätte ich jetzt den Pilz nicht setzen brauchen, aber so geht's halt schneller. Beide Healpots rausgehauen. Dann kommt hier jetzt wieder ein Pilz hin. Easy Game. Komplett easy. Gleich wird auch sicher Pantheon wiederkommen. Ja, wusste ich's doch. Ja. Ich hab grad gedacht, ich kann nicht wegrennen. Jo, was geht, Pantheon? Es ist einfach so lustig. So, Pilz, der regelt. Das heißt, ich brauche die auch gar nicht mehr angreifen. Bums. Und wenn wir einen Inhibitor haben und die Supervasallen kommen, dann ist eh Ende Gelände. Nice. Tower? Regeneriert der eigentlich? Okay, keine Ahnung. Dann komme ich da jetzt auf... Ah ne, ich hole mir erstmal so ein Heilungsding. You played good.
Ich meine ganz ehrlich, der Pantheon war doch echt ziemlich gut. Was war denn das gerade? Ah, lol, mit dem Mausrad kann man da so ein bisschen rumschwenken. Wusste ich gar nicht. Was macht Leona? Mal ernsthaft. Auch wenn ich jetzt ein bisschen Schaden kassiere. Das interessiert mich im Endeffekt nicht. Weil die so oder so stirbt. Und jetzt schreibt Dr. Mundo, what the fuck, der war wahrscheinlich die ganze Zeit AFK. Und hat jetzt gemerkt, hä? Das Game ist ja fast vorbei. Da, super Vasall macht Schaden. Nice. Pilz regelt wieder. Es macht einfach Spaß. Lol. Oh, ne. Oh. Oh shit. We win this easy. Ja, klar. Hast recht. Ist halt echt so. Ah, lol, kann sein. Je mehr das Teil hier geschwächt ist. Pantheon macht sie eigentlich Spaß. Wüsste ich jetzt einfach so gern mal. Hol ich mir Inhibitor allein. Auch egal. Der ist auch gleich down. 200 Schaden mache ich ungefähr. Nervt nicht, ihr kleinen Minions. Oder Vasallen oder wie auch immer. So, noch mehr Super Vasallen. Die werden das jetzt so hundertprozentig nicht mehr schaffen. Lol. Danke für den Kill. So, komm. Ich habe keinen Bock, noch so viel Schaden zu bekommen. Und jetzt ist Game vorbei mit der Welle. Ich wette mit euch. So, da kommt noch ein Pilz hin. Ja, schaut sich an. So, ich gehe auf Pantheon. Ich weiß nicht, wo der drauf geht. Also wo unser Knarr. Leona ist down. Locker, easy. Komm, Nexus. Da unten seht ihr auch schon, kommen wieder. Weiß Gott, wie viele Supervasallen. Ja, war aber ein schönes Game. Jetzt will ich gerade schauen, wie viel Punkte ich bekommen habe. Und wie überhaupt meine Statistik ist. Jetzt, so. Unser Knarr, 14 zu 6, 19 zu 2, ich. Sehr, sehr nice. Ja, der Pantheon war gut, 14 zu 2. Ist er nur so selten gestorben? Ja gut, kann ja sein. Ja, wir haben aber auf jeden Fall wieder genug Punkte bekommen. Das heißt, bald können wir uns wieder einen neuen Champion holen. Können wir eigentlich schon, aber egal. Ja, falls euch die Folge gefallen hat, lasst bitte eine Bewertung da. Und ansonsten, haut rein. Ciao.